Was sind die fünf größten Führungsfehler, die im Umgang mit einem einzelnen Mitarbeiter in der täglichen Arbeit passieren können? Die fünf Führungsfehler, die oft Millionen von Schäden weltweit in Unternehmen verursachen, die jeden Tag quasi durch den Rauchfang verpuffen. Das erfahren Sie heute. Die fünf größten Führungsfehler, die Menschen passieren im Umgang mit dem Coaching, der Entwicklung von Einzelnen, die passieren leider jeden Tag. Was nur viel häufiger passiert übrigens ist, dass wir annehmen, dass es genügt, einen neuen Mitarbeiter oder auch einen bewährten Mitarbeiter einfach zu sagen, was er tun soll. Man gibt ihm ein Ziel, lebt es immer. Unlängst war ich in einem großen Unternehmen und spreche dort mit dem CEO, mit dem Vertriebsvorstand. Und sie sagen mir, wir führen unsere Leute perfekt. Ich sage, ja, was machen Sie da? Sagt er, wir geben ihnen einfach klare Ziele. Jeder kennt die am Jahresanfang. Und dann kontrollieren wir die auch jedes Monat, ob sie das erreichen. Und wenn sie es nicht schaffen, dann sagen wir ihnen, du bist weit vom Ziel entfernt. Du musst ein bisschen Gas geben. Und wenn er voraus ist, sagen wir, gut, du bist am richtigen Weg. Ist doch perfekt, oder? Und genau das. Das passiert jede Woche, jedes Monat, überall auf der Welt. Viele, viele Vertriebsvorstände, viele Vertriebsleiter glauben, dass es genügt, einem Mitarbeiter ein Ziel zu geben und nachher zu kontrollieren, ob er auch am richtigen Weg ist. Was sie aber mit vollkommen vergessen, Kontrolle oder Zielvorgabe, jemanden zu motivieren und zu kontrollieren, hilft überhaupt nicht, wenn man nicht befähigt. Das, was dem Meister zwischen fehlt, zwischen Appell und zwischen der Kontrolle, ist das Befähigen. In den meisten Unternehmen gibt es also nur einen Appell, es gibt Kontrolle und dazwischen ist Hoffnung. Das ist alles. Weltweit, überall, in fast allen Unternehmen hoffen Menschen, dass die Ziele erreicht werden. Aber zeigen, wie man es macht, das ist ganz selten. Und genau das ist der Unterschied zwischen Management und Leadership. Ein Manager, der würde Ziele vorgeben und kontrollieren. Ein Leader zeigt Leuten, wie man das schafft. Was heißt wie? Wie bedeutet, ich muss Menschen coachen, ich muss Menschen trainieren, ich muss Menschen so befähigen, ihnen etwas beibringen, zeigen, wie man es macht und nicht erwarten, dass er von selber weiß, was zu tun ist. Und wenn Sie dazu bereit sind, Leuten zu zeigen, wie man es macht, dann heißt es, wir sprechen von Leadership. Und Leadership bedeutet, dass es zum Beispiel regelmäßig Mitarbeitergespräche gibt. Es gibt die sogenannten Big Five, fünf Arten von Mitarbeitergesprächen, die entscheidend sind, ob sie aus dem Einzelnen einen High-Performer entwickeln, einen Spitzenkönner machen oder ob sie einfach nur einen Mitarbeiter, einen Mitläufer haben. Und Sie erfahren in meinen Videoblogs, was sind die Big Five, die fünf wesentlichen Mitarbeitergespräche. Und ich zeige Ihnen auch, was sind die fünf größten Führungsfehler, die passieren können. Übrigens, Sie können das auch auf meiner Homepage downloaden, www.harald-psaridis.com. Dort erfahren Sie, was ist das, was in den meisten Unternehmen zu so großen finanziellen Verlusten führt. Einen kleinen Tipp möchte ich Ihnen geben. Einer der größten Führungsfehler ist, keine Entscheidungen zu treffen. Und sehr oft begleitet das Führungskräfte in der Führung von Mitarbeitern, dass sie zu wenig Entschlusskraft haben, zu wenig Entschlussstärke. Sie haben also quasi Entscheidungsverstopfung. Und jemand, der keine Entscheidung treffen kann, der ist immer falsch an einer Führungsposition. Denn genau dafür wird er ja bezahlt, Entscheidungen zu treffen. Warum haben Leute Angst, eine Entscheidung zu treffen? Weil sie ja vor einer Entscheidung nie wissen, was ist die richtige Entscheidung. Du weißt es nie vorher. Aber wenn Menschen darauf aus sind, keine Fehler zu machen, und das sind sehr viele Führungskräfte, dann schieben sie lieber die Entscheidungsverantwortung auf irgendjemand anderen, auf eine Gruppe, auf andere Menschen. Sie warten, bis sie von selbst Entscheidungen ergeben. Aber sie treffen keine Entscheidungen. Gute Führungskräfte, echte Leader, wissen, wie man Entscheidungen trifft. Und sie werden bei mir erfahren, wie geht der Prozess der richtigen Entscheidung. Wie komme ich als Führungskraft zur richtigen Entscheidung? Also freuen Sie sich darauf, auf die nächsten Videoblogs zu erfahren, wie gehen die richtigen Mitarbeitergespräche, die Big Five? Was sind die fünf größten Fehler, die dir passieren können in der Arbeit mit Mitarbeitern? Wieso ist eine Führungskraft auch ein guter Coach? Und erfahren Sie, wie Sie es schaffen können, aus dem Einzelnen einen Spitzenkönner zu entwickeln. Werden Sie ein guter Coach, ein guter Leader. Wir sehen uns. Ich freue mich auf Sie.